Hallo und willkommen auf MX5 Road Trips. Heute soll es um den DJI Smart Controller gehen, genauer gesagt um die Fly App auf diesem Controller, die auf dem Controller erhebliche Sicherheitsprobleme hat, die auf dem Standard Controller nicht auftreten. Es hat ja ohnehin lange gedauert, fast ein halbes Jahr, bis das Update kam, dass man die Mavic Air 2 mit dem Smart Controller fliegen kann. Die Chance, diese Zeit zu nutzen und die alte Go 4 ein wenig aufzumöbeln und optisch an die Fly einzupassen, hat die DJI leider nicht genutzt. Insofern war ich negativ überrascht, denn das wäre ohne weiteres möglich gewesen, das Handling der alten Go 4 deutlich zu verbessern. Dass solche Oberflächenverbesserungen ohne die Funktion zu beeinträchtigen möglich sind, sieht man ja an der Fly. Da wurde die Akkuanzeige von einer Zahl auf einen Kreis umgestellt. Also Oberflächenanpassungen dieser Art sind jederzeit möglich. Und die Go 4 hätte entschlackt werden können, ohne dass man ihre vorzüglichen Funktionen und ihre Anpassung an die Mavic 2 Pro oder Zoom hätte irgendwie beeinträchtigen müssen. Gut, es ist nicht passiert, schade. Aber das wäre kein Grund, ein Video zu drehen, sondern der Grund sind, wie gesagt, die Sicherheitsprobleme. Um was geht es dabei überhaupt? Wenn ich filme, dann verändere ich häufig meinen Standort und es kommt durchaus vor, dass ich dabei auch die Drohne aus den Augen verliere, im Gebirge etwa. Dann gibt es natürlich die vorzügliche Return-to-Home-Funktion von DJI. Die lässt die Drohne aufsteigen, man sieht, wo sie ist und kann sie dann zu sich selber lenken und bei sich landen. Das funktioniert in der Regel ganz gut, aber es funktioniert nicht unbedingt immer. Und das habe ich vor einigen Tagen an der Silvretta zu spüren bekommen. Da war ich nämlich mehrere Kilometer entfernt gestartet. Und die Drohne hatte sich wieder mal irgendwo versteckt, aber ich hörte sie noch. Und beim Aufsteigen schlug sie dann gleich die Richtung zum Startpunkt ein, wo ich hätte unmöglich wieder hin zurückkehren können, jedenfalls nicht während der Zeit der Akkukapazität der Drohne. Das war kein Problem, weil in der alten Go 4 gibt es die Möglichkeit, das sofort abzubrechen. Man kommt in die Settings und kann dann die Drohne sicher landen. Das Problem ist dabei, dass dieser Abbruch und die Neufestsetzung eines Startpunkts, eines Homepoints, einem natürlich erstmal überhaupt als Problem klar sein müssen. Ich war nämlich beim Start an der Silvretta davon ausgegangen, wenn ich beim Start in den Settings auf die Person gehe, dass damit der Controller gemeint ist, weil die alternative Wahlmöglichkeit ist ja die Drohne selber, wo sie gestartet ist. Dass also, wenn ich dann die Return-to-Home-Funktion anspreche, die Drohne zum Controller fliegen wird. Das tut sie nicht. Das war früher mal der Fall und die Return-Home-Funktion hat keinen dynamischen Startpunkt mehr, wie das früher der Fall war. Warum das weggelassen wurde, erschließt sich mir nicht. Es wäre nämlich eine ganz wichtige Funktion gewesen. Solange man die Settings in der Go 4 leicht aufrufen kann, die Return-to-Home-Funktion abbrechen kann und die Drohne dann halt bei sich landen kann, ist das alles immer noch kein Problem, jedenfalls kein großes. Man muss das versuchen unter Umständen, aber man findet es ja. In der Fly funktioniert das auch auf dem Smartphone, gar kein Problem. Also mit dem Standard-Controller kommt man immer in die Settings und man kann das aufrufen und auch dort dann den Startpunkt durch einen fiktiven Startpunkt ersetzen. Auf dem Smart-Controller funktioniert es aber nicht. Da kommt man manchmal eben nicht in die Settings, auch nach wiederholtem Aufrufen nicht. Und hier spielt der Faktor Zeit eine wesentliche Rolle, denn in dieser Zeit entfernt sich ja die Drohne
Und man hat immer weniger Chancen, sie zu finden, wo sie eigentlich ist. Und das kann im Extremfall sicherlich auch zu ihrem Verlust führen. Wir werden das in diesem Video überprüfen. Und die naheliegende nächste Frage oder zunächst naheliegende Frage ist ja die: So what? Warum sollte man überhaupt den Smart Controller benutzen? An sich ist ja dieser Standard-Controller, der beigefügt ist bei der Mavic Air 2, viel leichter, wiegt 390 Gramm, der Standard-Controller wiegt 690, er ist ein bisschen kompakter und insofern passt er eigentlich viel besser zu der leichten, kompakten und leisen Mavic Air 2 als dieser Smart-Controller. Aber es gibt ein starkes Argument und das heißt 1000 Nits. Also der Smart-Controller hat ein ungewöhnlich helles Display. Nur ist die Gegenfrage erlaubt, können das Smartphones nicht auch? Können die nicht auch fast die Helligkeit erreichen, die der Controller hat? Genau dieser Frage wollen wir in dem Video nachgehen. Am Beispiel des Oppo Find X2 Pro, das immerhin laut Werksangaben Nits hat im Bereich von 800 allgemein und 1200 an Spitzenwerten. Und mit 885 tatsächlich gemessen wurde. Gut, 885 sind nicht 1000, aber sehen wir uns in der Praxis an, ob das Smartphone mithalten kann in der Helligkeit mit dem Controller. Das zweite, was ebenso wichtig ist, ist die Bedienung. Und da kommt es darauf an, dass bei einem Smartphone die Bedienung ja über die Oberfläche erfolgt, also durch Berühren des Screens, der ein Touchscreen ist. Das funktioniert bei modernen Smartphones ohne jede Frage, zumindest bei den Spitzenmodellen und beim Oppo ganz hervorragend. Also insofern gibt es hier keinerlei Schwierigkeiten, wenn das Oppo als Display für den Standardcontroller dient. Man muss dem Smart Controller sicher attestieren, dass die Fly, die Go 4, das eben auch gut macht und dass er der Touchscreen durchaus, jedenfalls bei der App Go 4, ganz gut funktioniert. Vielleicht nicht ganz so sensibel wie beim Oppo, aber er funktioniert und das vor allem zuverlässig. Und das ist eben bei der App Fly auf dem Smart Controller nicht der Fall. Hier kann man öfter Befehle wiederholen, ehe überhaupt eine Reaktion eintritt. Und das ist bei den Settings schon eine sehr problematische Angelegenheit. Das eine ist die Helligkeit, das zweite ist die Bedienung. Und der dritte Punkt, den wir prüfen wollen, ist die Orientierung. Es gibt beim Start regelmäßig von der Dame von DJI die Aufforderung, please check it on the map. Also wir sollen kontrollieren, wo wir starten. Das ist eine sehr berechtigte Aufforderung. Und sie macht auch keine Schwierigkeiten, jedenfalls bei der Go 4. Auf dem Smart Controller findet man die Karten sofort und seinen Startpunkt und kann das überprüfen. Und die Fly kann das auf dem Smartphone auch ganz ausgezeichnet. Es greift wahrscheinlich auf die Daten des Smartphones zurück, auf die GPS-Daten des Smartphones, wie auch immer. Jedenfalls funktioniert das ganz schnell und ausgezeichnet. Und auch hier gibt es Probleme mit dem Smart Controller und der Fly App. Manchmal findet sie sich selbst sozusagen auf einer Landkarte, manchmal eben auch nicht. Und dann meldet sie, sie müsse jetzt eigentlich die Daten erst runterladen, die Karten runterladen und man sollte es ein späteres Mal nochmal probieren. Das kann nicht wirklich ernst gemeint sein. Wir werden auch diesen Punkt prüfen und sehen, ob das nun regelmäßig auftritt, aber es würde selbst bei sporadischem Auftreten ja nicht akzeptabel sein. Last but not least hat mich natürlich die Frage interessiert, warum gibt es dieses Bug, wo ist das Problem? Also warum reagiert der Smart Controller nicht immer so, wie er sollte? Das werden wir uns ansehen, gemeinsam in diesem Video. Viel Spaß dabei! Wir sehen zunächst mal, dass die beiden Controller Klettstreifen haben. Das dient der Befestigung im Auto.
Dann begeben wir uns ins Freie und wollen die Helligkeit testen und sehen uns die Originalaufnahmen der Kameraansichten an. Sie sind fast gleich hell, lediglich der Farbton ist unterschiedlich. Im Innenraum sehen wir uns dann zum Vergleich die Karten an, auch sie scheinen fast gleich hell zu sein. Bei den Außenaufnahmen danach in der Sonne sieht die Sache anders aus. Hier färbt die künstliche Intelligenz des Smartphones die Bilder auf dem Smartphone rötlich ein. Das ist nicht so tragisch, aber die Blickwinkelabhängigkeit ist schon dramatisch. Hier ist das Smartphone dem Controller weit unterlegen. Auf den nächsten Bildern sehen wir das Smartphone als Display des Controllers und es geht darum, ob es die eingegebenen, durch Touchscreen eingegebenen Aufträge sofort umsetzt und korrekt umsetzt. Und das ist der Fall. Das geht alles ganz reibungslos, schnell und geschmeidig. Insofern kann man dann auch den Startpunkt erneuern. Und die Karten, der Aufruf der Karten ist in Bruchteilen von Sekunden möglich. Es ist sogar so, dass wir hier gar nicht alles sehen und deswegen das Ganze nochmal in Zeitlupe nachgestellt, was bei der Kartendarstellung passiert, wir aber gar nicht sehen konnten, weil es zu schnell war. Als nächstes den Mitschnitt in Realzeit von dem Oppo als Screenshot, als Videoscreenshot mitgefilmt. Auch hier läuft alles flüssig ab. Die Fly funktioniert auf dem Oppo ganz ausgezeichnet und vollkommen problemlos. Der Startpunkt lässt sich aktualisieren, die Karten sind sofort da. Jetzt sehen wir den Controller, zunächst mal im Zeitraffer vierfach. Hier geht es nur darum, ob der Touchscreen tatsächlich die Aufträge annimmt oder nicht. Und wie man sieht, ist er dabei widerwillig oder er nimmt sie überhaupt nicht an. Das ist ein ernsthaftes Problem. Also von neuen Versuchen scheitern der Aufruf der Settings und nur der neunte gelingt dann. Ebenso gibt es Schwierigkeiten bei der Kartendarstellung. Die Karten werden manchmal geladen, manchmal auch nicht. Und wir sehen uns das Kleinste nochmal als Mitschnitt des Controllers selbst an. Denn auf diese Art und Weise werden auch die Fehlermeldungen eingeblendet, die waren ansonsten so nicht sichtbar. Und tatsächlich gibt es hier eine Fehlermeldung, dass die Karten gegenwärtig gar nicht geladen werden können und man zu einem späteren Zeitpunkt das nochmal aufrufen sollte. Nur das macht ja gar keinen Sinn. Also insofern ist das eben unbefriedigend, dass man den Startpunkt gar nicht überprüfen kann. In der Schweiz hatte ich auch Probleme bei den Active Track Aufnahmen mit der Kartendarstellung. Hier kam häufig überhaupt keine Karte. Machen wir einen erneuten Versuch. Diesmal gibt es keine Probleme. Die Karten sind schon geladen von dem Controller und er kann mühelos zwischen den Settings und der Kameradarstellung hin und her schalten. Das funktioniert alles vollkommen einwandfrei. Und in Bruchteilen von Sekunden, so muss das auch sein. Und bei diesem Versuch funktioniert es. Wir starten einen zweiten Versuch und schon sieht die Sache vollkommen anders aus. Die Kartendarstellung funktioniert schon wieder nicht. Es geht wohl darum, dass er irgendeinen Zielpunkt annahm, welchen ist mir völlig unklar. Jedenfalls nützte es nichts, die App auszuschalten. Der Fehler wurde dadurch nicht behoben. Den Controller auszuschalten brachte nichts. Erst als die Drohne neu gestartet wurde, war es wieder möglich, Karten zu laden. Nun ein Vergleich mit der Go 4. Ob das Ganze an dem Controller selbst liegt? Nein, liegt es nicht. Hier in der Go 4 können die Karten geladen werden, wenn auch nicht ganz so schnell wie auf dem Smartphone, aber es funktioniert alles auf der Go 4. Also am Controller selbst, an der Hardware liegt es jedenfalls nicht. Versuchen wir einen letzten Versuch mit der Fly, um zu sehen, was passiert eigentlich, wenn wir Aufträge eingeben, wenn wir in die Settings schalten wollen?
Dazu müssen wir auf die drei Punkte im rechten oberen Bereich achten und man sieht, die drei Punkte verschwinden gelegentlich oder es werden Kreise eingeblendet. Das sind offenbar Reaktionen auf die Berührung des Touchscreens, wobei allerdings diese Berührung nicht zu einem Auftrag führt und zu einem Ausführen dieses Auftrags. Das ist also der Hintergrund. Der Touchscreen funktioniert in der Fly nicht wirklich. Liegt das am Touchscreen selber oder an dem Controller? Nein, liegt es nicht. Der gleiche Befehl in der Go 4 ist problemlos möglich. Es kommt sicher eher selten vor, dass der Absturz einer App zufällig im Film festgehalten wird. Hier ist es der Absturz der ansonsten durchaus zuverlässigen Go 4. Und dieser Absturz wird keine besondere Gefahren beinhalten. Die Drohne schwebt vor dem Auto und der Controller kann sich binnen kürzester Zeit wieder mit der Drohne verbinden. Wir können uns das Ganze nochmal in Zeitlupe ansehen, dann wird deutlich, dass kein aus Versehen gegebener Befehl zu dem Absturz der App geführt haben kann, denn der Bildschirm wurde nicht berührt und es wurde auch kein Schalter berührt. Versuchen wir ein Fazit. Ich benutze den Smart Controller für die Mavic 2 Zoom seit einem Jahr und bin durchaus zufrieden mit dem Gerät. Ich konnte mich immer darauf verlassen. Also insofern zielt die hier vorgetragene Kritik nicht auf das Gerät, sondern auf das letzte Update. Und da stellt sich in der Tat die Frage, ob man, wenn man einen Standard-Controller für die Mavic Air 2 hat, auf den Smart-Controller wechseln sollte. Das finde ich nicht. Die Vorteile, das habe ich versucht zu zeigen, wiegen meines Erachtens den sehr hohen Preis von 650 Euro nicht auf. Das ist das eine. Das andere ist, im Moment, und das muss nicht so bleiben, gibt es einen Sicherheitsbug, das nicht unbedingt zu Problemen führen muss, sondern es müssen mehrere Umstände zusammenkommen, damit das Sicherheitsproblem relevant ist. Aber sie können halt zusammenkommen und das war das Anliegen dieses Videos, es zu zeigen. Letztlich müssen Sie sich dann ein Urteil selber bilden, ob Sie, wie ich, beide Controller verwenden, wenn Sie zwei Drohnen haben, oder ob Sie sich sagen, das ist für mich gar nicht so wichtig, ich komme mit dem Smart Controller gut zurecht und benutze ihn weiter, oder wenn Sie den Mavic Air Controller haben und sagen, das reicht mir. Bleiben Sie gesund, bis zum nächsten Mal.